Welcher Synth? Ja, ich bin hier, um der Synth zu helfen. Nein, nicht deshalb. Ja, machen wir aber auch. Wir sind immerhin Mitglied der Regal Hot. Ich will eine Bestellung abholen. Zwei große Salami und eine Calzone. Der Name ist wichtig. Was? Ja, welcher Synth? Wegen welcher Synth? Wenn du nicht wegen der Synth hier bist, dann bist du wegen mir hier. Was willst du? Wer ist überhaupt diese Synth? Ich brauche das, was in deinem Kopf ist. Ich bin hier, um dich zu töten und mir das zu holen, was in deinem Kopf ist. Hier erfahren nur die wichtigen Leute. Was? Und du bist nicht wichtig, ja. Und wer ist überhaupt diese Synth? Flüchtiges Institutseigentum. Ich werde sie deaktivieren und zurückbringen. Aber du wirst sterben, so wie der Rest. Ja, schon verkackt. Ja, da hilft dir auch kein Surfboy mehr. Ja, bringt dir nicht viel, wenn du dich erstmal dahinstellst und dann gemütlich dein Zeug da benutzt. So, dann wollen wir erstmal das Zeug nehmen. Die Runner-Uniform will ich mir mal ansehen, was die kann. Ah, die ist echt gut. Die ist zum Druntertragen, denke ich. Ausdauer plus 1, Wahrnehmung plus 1. Holy shit. Ja, und der Runnership. Ja, Jäger und Gejagter. Wir haben die Quest abgeschlossen. Und uns den Chip besorgt. Und wir haben wohl noch, ja, jemanden, den wir retten können. K198. Ja, die werden wir auch noch retten. Wie gesagt, wir sind von der Railroad und das gehört einfach zum guten Ton, wenn wir die retten. So, dann das ganze Zeug. Aber die Gunner haben echt versucht, einen Synth zu retten. Und da war ein Passwort. Ich weiß nicht wofür, aber wahrscheinlich für den Terminal da unten. Deswegen. Ja, man kann hier nicht rausspringen. Doch, kann man. Oh yeah. So, wollen wir mal sehen? Nee. Das erkläre ich sicher nicht. Dann war das für einen anderen Terminal. Aber wir sind ja auch Level Up. Das heißt, wir können uns mal endlich das Hacking holen. Hacker! Ja, und damit können wir nochmal zurückgehen. Jo. So, das sollte jetzt schwerer werden. Ich sag nie wieder was dazu, echt. Wir haben die Sicherheitstür geöffnet, welche uns wohin bringt. Hier rein, aber was ist denn hier? Fusionskerne? Ist hier irgendwas Besonderes, was ich übersehe, oder gab es hier nur zwei Fusionskerne? Ich meine, holy shit. Was ist denn das für ein Unsinn? Ja, dann ab nach oben, wie ich es eigentlich wollte. Wir haben ja gerade wieder schön Zeit da unten verplempert. Und lass mich raten, die sind da, um hier links und rechts die Türen aufzumachen. Ja, move, macho, paper. Geschafft. So, easy. Öffnen. Ja, wir wollen ja auch möglichst alles looten. Nicht, dass ich noch einen Wackelkopf oder so übersehe. Da rechts lag auch eine Karte. Wahrscheinlich dieselbe, die wir oben schon mal gefunden haben. Ich hasse es. Geht doch. So. Geschafft. Nehme ich alles mit. Terminal-Grafikkarte doch nicht. Okay. Aber ich habe richtig erkannt, dass eine Karte lag. Immerhin darauf kann ich stolz sein. So, die sind aufgegangen. Und ebenfalls Schrott. Gut, dann noch ein Stockwerk nach oben. Das war ja schon das Stockwerk, glaube ich, das interessant war. Nur hier habe ich mich eben nicht so richtig umgeschaut, weil ich nicht wusste, ob das Event oben auf Zeit war, dass sie sich unterhalten haben. Und ich wollte nicht zu spät kommen. Aber scheint nicht so gewesen zu sein. Deswegen einfach hoch. Nicht so interessant. Oh, ein Teller. In Gelb. Ich meine, das ist ja schon was Besonderes, so ein gelber Teller. So, und ich denke, mit dem Computer kriegen wir sie auf und das Passwort war, denke ich, bestimmt auch hierfür. Ja, GreenTech Genetics Passwort. Mach auf die Tür. So, Aufzug einschalten. Auf jeden Fall. Und Sicherheitstürsteuerung, Tür öffnen. So, ich hoffe, sie rennt jetzt nicht davon. Aber wir werden mal mit ihr reden. Hehehehe. Entschuldigung. Ich danke dir. Mir fehlen die Worte. Wer bist du? Du brauchst nichts zu sagen. Gern geschehen. Sag lieber nichts. Verschwinde einfach von hier. Oh, du weißt es vielleicht nicht. Ich bin ein Superheld. Das ist mein Beruf. Direkt wieder die Aufreißerschiene, ja? Ja, wer bist du?
Wer bist du? Meine Institutsbezeichnung ist K198. Aber ich ziehe Jenny vor. Also ja, ich bin eine Synth, falls du es noch nicht weißt. Ich wusste, sie würden einen Runner schicken. Aber dass er mich so schnell findet. Ich hätte ihn auch abgeschüttelt. Aber dann haben mich diese Söldner gefangen. Und so ist es geschehen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde nach Vorräten suchen, bevor ich gehe. Und bevor du fragst, nein, ich brauche keine weitere Hilfe. Das Commonwealth ist unbarmherzig. Wenn ich es nicht selbst schaffe, bin ich tot. Vielleicht treffen wir uns wieder, unter besseren Umständen. Hoffentlich. Ich hätte sie jetzt an die Railroad verwiesen. Ich komme schon alleine klar. Du brauchst nicht hier zu bleiben. Ich brauche deine Hilfe nicht ja, mehr. Ja, keine Ahnung, warum sie so ist. Warum bist du jetzt so, du Zicke? Na gut. Ja, ich meine, Railroad wäre wahrscheinlich angenehmer für sie gewesen. So wie der Fatman für mich sehr angenehm ist. So, und wir haben hier die Brücke nach Cambridge. Und die werden wir mal hier rüber schlagen. Türfernsteuerung aufschließen. Müssen ja nicht immer unsere schönen Dietriche kaputt machen. So, wollen wir mal sehen, wo wir hier ankommen. Der Aufzug führt nach unten. Aber ich denke, hier kommen wir nochmal aufs Dach und kriegen nochmal ein bisschen schöne Aussicht. Das ist ja auch schon mal sehr pornös. Ja. Als ich mir die Welt jenseits des Wolfs vorgestellt habe, hatte ich genau an so etwas gedacht. Sowas? Oh Mann. Ja, dann. Ich frag mich eh, wie sie sich was vorgestellt hat als Robot. Aber das ist schon mal echt sexy. Den Aufzug nach unten, den brauchen wir auch nicht. Wir können uns ja selber einen Aufzug nach unten machen. Das heißt, das machen wir auch mal. Und hoffen, dass es nicht allzu tief ist. Aber wir können ja nochmal auf das Dach der Fabrik hier, wenn wir das schaffen. Nee, schaffen wir nicht. Oh. Ja. Und damit hat sich dann alles hier unten mit den Wegen schon wieder aktualisiert. Und wir haben auf jeden Fall die Drecksarbeit erledigt und könnten zurück zur felsigen Höhle, denke ich, oder? Lass den Runner-Chip analysieren. Aber wo? Das habe ich nicht wirklich mitbekommen. Hier. Bei der Railroad. Okay. Ja gut, die sind wahrscheinlich darauf angepasst, ja. Ja gut, gehen wir mal hin. Ich meine, die sollten ja sowieso sich voll ein abschleudern wieder, weil wir ja auch wieder mit einem Synth dort auftreten. Das ist ja schon das zweite Mal, dass wir mit einem Synth da sind. Ich meine, Nick, sie. Aber gut, dass es wirklich hier einen Schnellreisepunkt direkt gibt. Das macht es sehr angenehm. Jo, ich hab hier was. Ich habe hier einen Bericht. Der liest sich mehr wie ein Comic. Anscheinend gab es ein größeres Gefecht bei Greentech Genetics. Oh, was weißt du darüber? Ja, das war ich. Ich habe einen Runner erledigt. Ihr Leute seid verdammt neugierig. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja, oh, was weißt du darüber? Oh, was weißt du darüber? Einer unserer Agenten hat einen Runner ausgeschaltet. Allein. Das würde vermutlich nicht mal Glory schaffen. Du warst das also. Ein Runner weniger ist natürlich immer gut. Aber warum hast du das gemacht? Weißt du, wie man einen Runner-Chip entschlüsselt? Ich brauchte einen Runner-Chip wegen des Codes, der darauf gespeichert ist. Das ist meine Sache. Ich brauche nur den Code von diesem Runner-Chip. Der Chip an seinem Hals sah so toll aus. Ich konnte einfach nicht widerstehen, ja. Weißt du, wie man einen Runner-Chip entschlüsselt? Du hast einen ihrer Chips? Intakt? Mir nach. Sofort. Hey Neuling, mein Name ist Trommler. Das ist schön für dich. Ein toller Job ist es, den Überblick über alle toten Briefkästen zu behalten. Und eintreffenden Agenten zu sagen, wo sie gebraucht werden. Du willst wahrscheinlich nicht tauschen, oder? Warum? Ist das ein schlechter Job? Das kann ein wichtiger Job sein. Also kann ich dich rumkommandieren? Klar, hoffentlich kannst du mit meiner Minigun umgehen und Kugeln abfangen, ja. Klar, hoffentlich kannst du mit deiner Minigun umgehen und Kugeln abfangen. Ihr Krieger liebt Pünktlichkeit und Detailgenauigkeit, oder? Da bin ich genau der Richtige. Wir sehen uns noch. Und zwar häufig. Einen Runner-Chip zu entschlüsseln ist eine heikle Angelegenheit. Da können tausend Sachen schiefgehen. Datenverlust ist da noch das geringste Übel. Zum Glück haben wir genau den richtigen Mann für diesen Job. Hey, Des. Brauchst du was? Tom, wir haben dir einen Runner-Chip mitgebracht. Was? Echt jetzt? Mann, sowas habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Damit hast du echt den Jackpot geknackt. Gib mal den Chip her. Nein. Schauen wir, was drauf ist. Das ist meiner. Und er ist voller Weirdo. Was bringt uns dieser Runner-Chip genau? Hier bitte. Nein, ich behalte ihn vorerst mal. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen möchte. Ja, na gut. Hier, bitte. Okay, Tom,
Dann leg mal los. Okay, kleiner Runner-Chip. Lassen wir den Stromkreisanalysator mal an dich ran. Er kommt mit dem Pylonen nicht klar, den wir mal dahingestellt haben. Das soll ein Chip sein, ja? Wir haben gerade vieles zu spielen. Sieht mehr aus wie eine Glühbirne. Fummeln wir mal etwas an den Analogschnittstellen rum. Boah, ist der schlecht im Hacken. Was? Oh Mann, stürz jetzt nicht ab. Du schaffst das. Kleiner Speicherfehler. Ich bete zu Gott, dass das Institut Verschlüsselungsalgorithmen. Zumindest okay. Nicht bald. Wir sind noch im Geschäft. Er hat noch 4 Versuche, ja? Oh Mann. Sie haben beim letzten Schlüssel weitere Dezimalstellen hinzugefügt. Oh fuck. Das wird. Komm schon, Baby. Führ mich zum Muster. Oh yeah. Wo ist es? Oh. Moment. Sie nutzen die gleiche logarithmische Funktion wie der Schlüsselgenerator. Wie stimmst du denn? Oh Mann, das nenne ich Glück. Oh ja. Ich hab dich, du Institutscheißer. Wow. Wir haben ihn. Nach N auf. Komm schon. Zeig mir die Basiszahl. Komm, Baby. Was labert er denn für einen unglaublichen Shit hier? Ich lade ihn dir auf ein Holoband. Gute Arbeit, Tom. Ich weiß nicht, ob wir nächstes Mal wieder so viel Glück haben, Des. Und was dich angeht, ich hoffe, dir hilft das genauso viel weiter wie uns. Gute Arbeit. Alle sagen, du übertreibst es mit dem Kopf. Ja. Aber meine Augen sind weit geöffnet. Ich sehe. Was? Hallo. Laut Sensorabtastung bist du sauber. Hurra, wir sind insektenfrei. Ich habe eine Sensorabtastung durchlaufen. Da bin ich erleichtert, ja. Ich habe eine Sensorabtastung durchlaufen? Jeden Test, den Des erlaubt. Kompletter EMF-Scan, Test auf biologische Stoffe und andere hochentwickelte Sicherheitschecks. Laut Abtastung beobachtet das Institut dich oder uns nicht. Aber die Tests lügen, Mann. Okay, hast du da draußen was gegessen? Falls ja, dann haben sie dich. Sagst du ernsthaft, ob ich Lebensmittel esse? Ja, ich habe ein Lebensmittel gegessen. Nein, ich esse niemals was. Kommt zur Sache, ja. Nein. Ich esse niemals was. Siehst du, das ist clever, Mann. Clever. Aber du musst vorsichtig sein. Das Institut hat diese winzigen Mikroroboter im Essen, Mann. Und die erstatten Bericht. Tom, das ist Unsinn. Yep. Du verstehst das einfach nicht, Carrington. Das Institut ist in deinem Blut. Sie sind in meinem Blut? Wenn es stimmt, ist das schrecklich. Was macht dieser Irre eigentlich? Ganz schön schwere Kost, ja. Was macht dieser Irre hier eigentlich? Das wird oft gefragt. Tüfteltom ist ein Genie, wenn es um Technik geht. Aber alles andere... Okay, okay. Wenn du wirklich sicher sein willst, gebe ich dir eine Spritze. Desdemona sagt, die ist nicht nötig, aber die tötet die kleinen Roboter ab. In deinem Serum ist Batteriesäure. Kein Atombombenabwurf ohne Strahlung. Also, bereit für die Spritze? Leg los, Tom. Es kann nichts schief gehen. Leg los, Tom. Yeah, so gefällt mir das. Ja. Jetzt ermutigst du ihn sogar noch. Ja, ganz genau, Mann. Ich baue hier die Sachen. Verschwinde und mach deinen Kram. Wenn du zurückkommst, kriegst du alles von mir. Für die Hilfe wäre ich dankbar. Ich fühle mich schrecklich. Willst du mich umbringen? Ich fühle mich schrecklich. Willst du mich umbringen? Das Gefühl ist der Preis der Freiheit, Mann. Für ein Leben in Freiheit. Also, ich habe so viele Ideen im Kopf. Jetzt wird gebaut. Dass der öfters baut, glaube ich, aber nicht mit irgendwelchen Gegenständen. Ja, schön ist auch, dass Curie das nicht gefallen hat. Das lässt es nochmal länger dauern, bis alles Tutti mit Curie ist. So eine Scheiße. Aber wir haben ja viele Quests, wo wir auf jeden Fall leicht absahen können. Und wir gehen jetzt gleich erstmal wieder zu Virgil. Und werden uns dort dann holen, was wir brauchen. Und es soll hier im Hauptquartier der Peniskopf Railroad irgendwo einen Aufzug auf das nach draußen geben. Und den suche ich gerade. Mit aufgeteilten Informationen zu arbeiten, ist schwer. Ja, nee. Oder? Oh Gott, wir sterben gerade von der Batteriesäure. Falscher Knopf. Ja, wir schauen mal, was er uns da eigentlich gegeben hat. Jet, Stimpak. Ich weiß nicht, was uns da tötet. So, hier geht's zum Fluchttunnel. Okay, dann kommen wir endlich wieder raus. Aus dem bekloppten Quartier hier. Und können dann uns erstmal wieder die Heilung reinziehen lassen. Ja, wir verlieren ziemlich viel Energie durch den Scheiß, den wir uns da gespritzt haben. Obwohl es nicht angezeigt wird. Als wirklicher Damage-Verursacher zumindest. So, nochmal ein Stimpak hinterher. Und wir sollten vielleicht mal demnächst skillen, dass unsere Stimpaks besser heilen. So, hier ist nichts Interessantes.
Da geht es an den Fusionskern, aber der ist es mir nicht wert. Die Zeit, die wir da investieren, wenn ich ehrlich bin. Deswegen einfach nach draußen. Das Terminal finden. Ja, such du mal das Terminal. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder draußen, können eben zur Virtual schnell reisen. Ich werde ja auch einen Cut machen, damit wir uns direkt dort wiedersehen. Um jeden Preis meiden. Sie könnte irreparablen Schaden anrichten. Kennen wir schon. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt hier irgendwie ein Runner auftaucht und Virgil ausschaltet. Fände ich wäre so ein kleiner Plot-Twist, aber ich denke nicht, dass das passieren wird. Deswegen gehen wir jetzt mal zu Virgil. Jo. Hi. War nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Du hast, was du brauchst. Hast du was für mich? Ja, ich habe den Code. Ich habe den Code. Sollte mich wohl nicht überraschen. Du hast immerhin Kellogg erledigt. Ein Runner sollte da kein allzu großes Problem mehr sein. Wie hast du den Chip entschlüsselt? Ist das denn wichtig? Die Railroad hat mir geholfen, das geht dich verdammt nochmal nichts an. Ich habe ein paar Freunde im Commonwealth gefunden, oh ja. Ich habe ein paar Freunde im Commonwealth gefunden. Besser du als ich. Mit so einem Gesicht werde ich nicht allzu viele Freunde finden. Du warst aber nicht der Einzige, der beschäftigt war. Ich habe aus meinen Erinnerungen und dem, was ich so über die Jahre gehört habe, das Beste gemacht. Hab ein paar Pläne für dich entwickelt. War nicht ganz leicht, diese Hände sind ein Witz. Die Feinmotorik ist für den Arsch. Hier ist die Kurzversion. Du musst ein Gerät bauen, um das Signal zu kapern, mit dem das Institut die Runner teleportiert. Und stattdessen dich selbst durchschicken. Weißt du, was das Verrückteste daran ist? Dieser Sender für klassische Musik, das ist das Trägersignal für ihren Transmitter. Alle diese Daten in diesen harmonischen Klängen. Und wir hören es schon die ganze Zeit. Und um es ganz klar zu sagen, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich war Biowissenschaftler. Mit Maschinenbau oder fortschrittlichen Systemen hatte ich nichts am Hut. Biowissenschaft? Fortschrittliche Systeme? Ich bin sicher, es wird schon funktionieren. Ich erwarte Ergebnisse, keine Ausreden. Deine Zuversicht ist überwältigend, ja. Deine Zuversicht ist überwältigend. Ich sag nur, dass ich nicht garantieren kann, dass es funktioniert. Aber wenn du dieses Gerät bauen und den Code nutzen kannst, solltest du das Signal des Institutstransmitters kapern können. Schaffst du das? Kannst du es bauen? Hast du Leute, die dir helfen? Für einen allein ist das etwas viel, selbst für dich. Dieses Gerät bringt mich ins Institut. Ja, ich krieg das schon hin. Hab ich dir je einen Grund gegeben, an mir zu zweifeln? Ja, wir sind mal der Draufgänger. Hab ich dir je einen Grund gegeben, an mir zu zweifeln? Nein, aber dir ist schon klar, wie wichtig das ist. Für uns beide. Und vergiss nicht unsere Abmachung. Ich habe dir geholfen, so gut ich konnte. Wenn du es reinschaffst, finde das Serum. Es ist meine einzige Hoffnung, jemals normal zu sein. Also finde es. Und jetzt los. Nimm das hier und mach dich an die Arbeit. Tu, was immer nötig ist. Jede Hilfe ist jetzt willkommen.